Die Buga-Infotour war am Mittwoch, dem 12.03.2014, Gast in Werder Havel. Im Schützenhaus konnten sich die interessierten Bürger über das Angebot der Buga im Havelland und die bestehenden Möglichkeiten der eigenen Einbringung informieren. Leider war das Interesse nicht sehr groß. Man muss sich das auch im Vergleich zu Brandenburg so vorstellen, dass diese Hallenschauen ja zur gleichen Zeit stattfinden. Das heißt, immer laufen zwei verschiedene Themen. Wenn man da weitergeht Richtung Dom, den Sie hier im Hintergrund erkennen, dieser Weg ist auch komplett neu gemacht worden. Diese historischen Mauern, was anderes. Sodass wir insgesamt über 40 verschiedene Hallenschauen haben. Insofern ist alleine der Besuch der Blumenschauen eine Reise wert, in jedem Fall. Das ist ein Blick auf die Planung des Ausstellungszentrums. Das wird zurzeit gebaut, wird Ende des Jahres fertig und wird uns als Bundesgartenschau vom Land Sachsen-Anhalt komplett zur Verfügung gestellt. Jeder Besucher, auch der nicht zur Buga will, kann dort ohne Eintritt hinein, kann sich die Angebote anschauen. Und hier zur Wasserseite hin, hier ist also die Havel mit dem Vorverkauf der Karten. Und ich möchte Ihnen trotzdem mal kurz erläutern, weil das ganz wichtig ist. Es gibt bei uns auf dieser Bundesgartenschau keine Buga-Tageskarte, sondern es gibt eine Buga-Karte, wie es auch hier drüber steht, die 20 Euro kostet und die, wie hier kurz beschrieben, mit dieser Buga-Karte können Sie alle Standorte einmal besuchen. Und die Besonderheit dabei ist noch, dass Sie diese Besuchstage, diese Besuche frei wählen können innerhalb des halben Jahres. Das heißt, Sie können mit dieser Buga-Karte im April Brandenburg besuchen, im Juni Bremnitz und im August Havelberg. Das geht mit dieser Karte. Insofern, wenn man es mal einmal. Bitte? Nur einmal. Also mein Name ist Erhard Kupsch. Ich bin Geschäftsführer des Zweckverbandes Bundesgartenschau 2015 Havelregion. Dieser Zweckverband ist beauftragt von den 5 Verbandsmitgliedern, die Bundesgartenschau 2015 in der Havelregion vorzubereiten und durchzuführen. Sie bereisen jetzt einzelne Städte in Brandenburg und stellen die Buga vor. Was versprechen Sie sich davon? Ja, es ist natürlich unser Ziel, neben den Pflichtaufgaben, die Bundesgartenschau in den Standorten vorzubereiten, parallel natürlich auch die Buga zu vermarkten. Und da geht es üblicherweise los, dass man regional natürlich informiert über diese Bundesgartenschau, über das Wachsen und Werden dieser Veranstaltung. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir also nicht nur in den Städten die Werbeveranstaltungen, die Informationsabende anbieten, sondern auch in der Region, weil wir einfach glauben, dass diese Bundesgartenschau nur erfolgreich sein kann, wenn wir alle anliegenden größeren Städte auch mit einbeziehen. Sie haben moderate Preise, zum Beispiel 20 Euro für die Tageskarte. Aber es gibt einzelne Urlauber hier, die mit dem Fahrrad mal schnell nach Brandenburg zur Bundesgartenschau fahren möchten und so nur eine Veranstaltung besuchen. Gibt es da Möglichkeiten, dass Sie nur einzelne Veranstaltungen Eintritt bezahlen? Diese Bundesgartenschau ist ja was ganz Besonderes, bisher noch nie da gewesen ist, und es sind 5 Standorte, die eine Einheit sind. Diese Bundesgartenschau ist eine regionale Schau und insofern gibt es eine Eintrittskarte, die Sie gerade erwähnt haben, also die ganz normale Buga-Karte, die immer für alle Standorte gilt. Wir haben in vielen Diskussionen auch über diese Möglichkeit nachgedacht, ob es für einzelne Städte separate Preise geben sollte. Da sind wir aber relativ zügig zu einem Ergebnis gekommen, dass das insgesamt für die Buga schlecht wäre, weil wir dann unterschiedlichste Preise für einzelne Standorte festlegen müssten, die dann diese ganze Gemeinschaft, die wir ja sind, zerstören würde. Insofern gibt es eine Karte für diese Buga, diese 20-Euro-Karte. Für alle 5 Standorte kann man einmal diese Karte nutzen und das in dem halben Jahr, das ist ein besonderes Angebot, und dann bedeutet es pro Standort 4 Euro, und da sagen wir, und das ist auch die Resonanz aus der Bevölkerung, dass das ein ganz toller Preis ist. Thank you.
Nährstoffmäßig in Rehen ist, sind das schönste, was es gibt auf der Welt hier für Milch. Die Bundesgartenschau 2015 in der Hafenregion bedeutet, dass 5 Standorte zusammen eine Bundesgartenschau sind. Das hat es in der Form noch nicht gegeben. Ich freue mich darauf, dass diese Stadt Brandenburg an der Havel endlich in einem Licht erscheinen wird, was dieser Stadt gerecht wird. Mein Highlight ist genau die Stelle, an der wir hier stehen. Das ist die schönste Stelle in Kremnitz und wir sind ganz stolz und glücklich, dass wir das den Buga-Besuchern präsentieren können. Bundesgartenschau im Jahre 2015. Das ist ja die erste dezentrale Gartenschau, die überhaupt in Deutschland stattfindet. Und ich denke, das wird sich lohnen. Das große Highlight dieser Bundesgartenschau für die Kulisse Rathenow ist die Verbindung des Weinberges und des Optikparkes durch eine über 300 Meter lange Brücke. Eine spektakuläre Brücke. Das Flugzeug, was hier steht, ist das Denkmal für den fliegerischen Mut, der sich zweimal in Stölln gezeigt hat. Zum einen mit Otto Lilienthal, der hier das Fliegen erfunden hat, kann man sagen, der Menschheit das Fliegen beigebracht hat. Die Lady Agnes war ein tolles Geschenk von der Interflug 1989. Wir landeten auf einer viel zu kurzen Graspiste mit großem Können von Kapitän Kalbach und seiner Crew. Die haben das Geschenk vorbeigebracht zu Ehren Otto Lilienthals. Kommt Sie nach Hafenberg, nicht nur unser Dom thront über dieser wunderschönen Stadt, sondern er umrahmt auch die gesamte Buga-Kulisse zwischen Brandenburg und Hafenberg. Ich darf Sie heute schon einladen zu einer Weinverkostung und dann vielleicht auch so gerade am Ende der Bundesgartenschau über Ihre ganz persönlichen Erfahrungen zu philosophieren und sich hier auf das Köstlichste bewirken zu lassen.